Hallo, dies ist mein allererstes Video, das ich überhaupt mache. Also nicht wundern, dass ich jetzt auch ein bisschen unsicher bin, vielleicht auch ein bisschen ins Stocken gerate. Ich denke mal, das ist ganz normal, wenn man das noch nie gemacht hat. Und im Grunde kommt man sich auch ein bisschen blöd vor, wenn man die ganze Zeit mit sich selber quatscht. Okay, also wie ich darauf komme, ich habe schon viele Videos gesehen, wo Leute ihre DVD oder Blu-ray-Sammlung zeigen, ihre Anime-Sammlung und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich gedacht, hey, kannst du auch machen, weil, wie ihr seht, ich finde, meine Sammlung ist ganz okay. Gut, ich werde, wenn das Video ankommt und wenn es gewünscht wird, vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Diesmal mache ich mal einen ganz groben Überblick. Also, wenn ihr hier oben guckt, das geht auch meistens hinten noch in Zweierreihe weiter. Was heißt meistens? Ist es im ganzen Schrank in der Zweierreihe. Hinten sind noch meine letzten DVDs und vorne eben mehr die Blu-rays. Hier oben habe ich eigentlich alles, was normale Filme betrifft, sage ich mal. Also sowas wie Cowboys und Aliens, Das Parfum, District 9 und, und. Will ich jetzt, glaube ich, momentan nicht so direkt eingehen, es sei denn, jemand hat eine Frage dazu. Dann gehe ich mal eine Stufe runter und da seht ihr meine ganze Anime-Sammlung. So besondere Schätzchen sind für mich halt Haru Suzumiya, Wedding Peach, die One Piece-Filme habe ich, die Serie. Ist mir bislang eigentlich zu teuer, muss ich sagen. Dann natürlich, ja, gibt es, wie man sieht, jede Menge. Dahinter sind ebenfalls noch Trickfilme, sieht man hier hinten in der Reihe, und auch noch ein paar Animes. Ganz unten in der Reihe, jetzt muss ich ein bisschen kriechen, auch hier wieder doppelreich, da habe ich ganz hinten, ja, ich bin ein unsere kleine Farm-Fan. Und ältere Serien habe ich dahinter, Weihnachtsserien, vorne Big Bang, Downton Abbey, Once Upon a Time, Doctor Who Fan, wie man sieht, ganz, ganz groß. Ja, das war erstmal so ein grober Überblick. Ja, ich glaube, ich belasse es dabei. Das Video ist kurz und ich bin einfach neugierig, wie ihr es findet. Ich meine, wie gesagt, es ist nicht viel drin. Mein Problem ist selber, ich mag es persönlich nicht, wenn Stimmen sehr aufgesetzt sind oder wenn Leute nuscheln. Das mag ich persönlich an Videos nicht. Also mich würde es wirklich Kritik auch interessieren, ob ich jetzt gestellt spreche oder ob ich nuschel oder ob ich undeutlich spreche und so weiter. Würde mich wirklich interessieren. Wenn das Video ankommt, würde ich dann vielleicht auch mal auf nähere Boxen eingehen, auf Serie eingehen, je nachdem, was einem interessiert. So, ich beende das dann mal. Ist ein wenig eintönig, vielleicht die ganze Zeit nur den Schrank zu sehen. In der Kürze liegt die Würze. Ciao!